Eine aufregende Premiere eröffnet ein neues Kapitel im Berliner Tischtennissport. Die Siemensstadt Open feiern ihre erste Auflage im Sportzentrum Siemensstadt. Über 4 Tage hinweg werden zahlreiche Tischtennisliebhaber Zeugen eines historischen Ereignisses, das mit aufregenden Momenten gefüllt ist. Eine große Freude, hier zu sein, weil ich habe hier 600 Sportlerinnen und Sportler, die sich angemeldet haben und die hier Tischtennis auf sehr hohem Niveau spielen. Da sind wir sehr stolz als Spandauer natürlich. Und ich bin Schirmherr und habe als Schirmherr auch einen Pokal, den ich hier gespendet habe jetzt, einen Wanderpokal. Das Himmelfahrtswochenende erweist sich als idealer Zeitpunkt für das Ereignis, da es eine Tradition des Feierns und der Gemeinschaft symbolisiert. So bieten die Siemensstadt Open verschiedene Kategorien für Spieler aller Altersgruppen und Fähigkeiten. Von Einzel- und Doppelwettbewerben bis hin zu Mixed- und Teamwettbewerben ist für jeden etwas dabei. Es macht mir halt generell Spaß zu spielen und es hat halt hier auch sehr viel Spaß gemacht, auch gegen andere Gegner zu spielen, gegen die ich halt noch nicht gespielt habe. Unter anderem sorgt das Turnier für eine besondere Wiedervereinigung dreier Freunde. So haben sich Nam und Harun von Hamburg auf den Weg gemacht, um gemeinsam mit ihrem Freund Ali in Siemensstadt aufzuschlagen. Durch ihre Präzision und ihren herausragenden Teamgeist überwinden sie ihre Gegner mit beeindruckender Leichtigkeit. Es ist immer spaßig, auch mal im Sommer so ein bisschen an meinen eigenen Spaß zu denken und hier mit meinen Freunden im Dreierteam teilzunehmen. In der Tischtennisgemeinschaft sind sie längst bekannt. Während sie einerseits ihr Können in der dritten Bundesliga sowie Verbandsliga unter Beweis stellen, sind sie andererseits auch auf YouTube aktiv und verfolgen dabei ein bestimmtes Ziel. Wir versuchen durch Lifestyle, aber auch ein bisschen informatives Entertainment, sowohl junge Leute zu erreichen, aber eben auch ambitionierte Anfänger oder Fortgeschrittene. Aber nicht nur etablierte Spieler machen dieses Turnier zu einem Erfolg. Auch junge Talente wie Michelle Schlott demonstrieren mit ihrer Fähigkeit und ihrem Durchsetzungsvermögen, dass sie ihrem Verein bestens repräsentieren. Natürlich schön, den Heimvorteil zu haben, dass man hier sich auskennt und genau weiß, wie die Halle so ist. Und dass man auch hier generell an den Siemensstadt Open und an so vielen Konkurrenzen teilnehmen kann und an so vielen verschiedenen Konkurrenzen. Und vor allem auch als Mädchen, dass man auch bei den Herren mitspielen darf. Das ist ja nicht auf jedem Turnier so. Insgesamt markieren die Siemensstadt Open nicht nur den Beginn einer neuen Tradition, sondern auch einen Meilenstein in der Welt des Berliner Tischtennissports.